Mein Name ist Frank Ebel, ich arbeite bei Festo Didaktik. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Bindungsverlag 1 ein neues Grundlagenbuch zum Thema Pneumatik und Elektropneumatik entwickelt. Dieses Buch zeigt Ihnen anschaulich alle möglichen Grundlagen, die Sie für das Erlernen dieses Fachgebietes benötigen. Die Inhalte des Buches sind so angelegt, dass der Lerner auch im Selbststudium sich alle Inhalte aneignen kann, die er benötigt, um im Bereich Pneumatik, Elektropneumatik erfolgreiche Ausbildung abzuschließen. Nachdem wir jetzt den doppelt wirkenden Zylinder betrachtet haben, gehen wir jetzt weiter und kümmern uns um die Ansteuerung dieses doppelt wirkenden Zylinders. Diese erfolgt in der Elektropneumatik mit einem 5-2-Wege-Magnetventil. Diese Komponenten finden Sie auch wieder in unserem Aufbau. Sie sehen die Druckluftversorgung, die Druckluftverteilung, das 5-2-Wege-Ventil zur Ansteuerung des doppelt wirkenden Zylinders und den doppelt wirkenden Zylinder. Durch Betätigen des Einschalters steuere ich das Ventil um, die Kolbenstange des Zylinders fährt aus und in der vorderen Endlage wird der Zylinder automatisch wieder umgesteuert.